Ich bin einer der wenigen, der sich darüber jetzt beschweren würde. Okay, upgraden, upgraden, upgraden. Alles haben wir verbessert. Zack. 5 Monate braucht ihr. Dann fangt lieber gleich mal an. So, was haben wir noch? Die Kostensenkung für das hier auf jeden Fall. Wir stellen noch einen zweiten ein, um noch ein weiteres Medikament zu finden. Denn es wird noch ein bisschen dauern, bis wir genug Geld herausproduzieren können. Mit dem, was wir momentan machen. Also wir können noch irgendwas Neues machen, aber ich glaube ja weniger. Kryogenikammer, natürlich. Natürlich, weil ich sowas habe. Okay, das muss ich nach oben bringen. Es wird aber mir ziemlich viel Geld gehen. Heißt, Diabetes-Tabletten muss ich nach oben hauen. Diabetes-Tabletten macht ihr mir gerade, glaube ich, oder? Ihr Magensäure bist du nicht. Diabetes, ah, hier bist du doch. Wir müssen es zuerst auf 12 hochbekommen und danach ionisieren. Das sprich ist gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, wir haben die Kohle gar nicht für die Ausrüstung. Denn der Standardwert dafür ist 6. Ja, wobei, auf 12 hochbekommen heißt zweimal und dann auch einmal in Ionisierer reinjagen und dann soll es eigentlich passen. Okay, das können wir mal probieren. Heißt, Activator. Den bauen wir hierhin und hierhin. Dankeschön. Wir besorgen uns jetzt einfach mal, wo haben wir sie denn? Diabetesplatten importieren. Hallo, liebes Diabetes. Also, mach's mal ein bisschen langsamer. Ich möchte auch was davon sehen. Diabetes auf 12. Dankeschön. Und Upgrade with Ionizer. Gut, das können wir jetzt machen. Ionisieren wir das Ganze jetzt mal nach unten. Dankeschön. Raus aus dem Produkt. Essierer, okay. Und wir müssen es noch ein bisschen nach oben treiben. Das sorgt natürlich für Bluthochdruck, aber naja. Ja. Ich bitte euch, nobody is perfect. Nobody is perfect. So. Schauen wir nochmal. Jetzt müsste es doch eigentlich verbessert werden. Essierer, jupp. Dankeschön, wir haben eben ein neues Produkt auf den Markt gebracht, mit dem wir finanziell wahrscheinlich etwas nach oben kommen. Printer, dankeschön. Das Ganze wird natürlich gedruckt. Andere Leute drucken Geld, ich drucke Pillen. Dankeschön. Damit sollten wir eigentlich noch mehr Kohle machen können. Für unser großes Ziel, sobald die da oben mal alles fertig geforscht haben, der Autoklover. Oh, Hallöchen. Hypertens-Ether. Na, schauen wir doch mal, was hat denn der? Q-Hypothymis. Ach, das, was ich auch gerade gemacht habe. Oh, verdammt, okay. Hypertyph. Hypothyroidismus. Der Hyperheiler. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es ist. Also was geht's nur vor? Vielleicht kann ich es ja rausfinden. Diabetes gegen ist das gegen Hyperaktivität? Ich weiß gar nicht. Falls ja, würde ich es etwas komisch finden, aber naja. Warum nicht? 266 bekommen wir auf jeden Fall. Das ist viel Geld. Und wir schneiden genau wie er mit einem C ab. Aber hey, wir machen Geld. Dagegen lässt sich doch eigentlich nie was sagen. Er braucht noch etwas. Juni, Mitte Juli wird es wahrscheinlich hier fertig sein. Wie schaut es mit unserem Forscherteam aus? Immer noch unterwegs oder was? Yeah. Stellen wir hier nochmal einen rein. Das wird wahrscheinlich 4 Stück brauchen. Komm und... Da und nein. Wir brauchen einfach mehr Wissenschaft. Ich möchte einfach ein bisschen forschen, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Und nicht die ganze Zeit einfach hier auf dem Trockenen hocken. Aber man sieht schon hier, der Lagerraum ist voll. Heißt, wir müssen uns dann hier drüben ausbreiten. Eieieiei. Eventuell auch ein bisschen platzsparender arbeiten.
Aber so weit geht's ja noch. So weit geht's ja noch. So, die Hälfte der Zeit ist fast rum. Wir haben immer noch nichts. Dankeschön. Hierfür gemacht. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Auf 16 müssen wir es hochbekommen. Autokleber, was macht denn der eigentlich? Der schießt überhaupt die Sachen nach oben. Soll ich erst machen, wenn ich weiß, was es ist? Ach, der halbiert die Konzentration. Ach so, okay. Das ist natürlich was anderes. Das heißt, wir könnten eigentlich dafür sorgen, dass wir... Dankeschön. Dass wir die hier schon mal machen, weil die werden noch gar nicht abgedeckt. Acid und nach oben pumpen. Okay. Das heißt aber auch... Erst einmal, wir haben was Neues gefunden. Warzenreduzierung. Warum nicht? Moment, Research ist auch abgeschlossen. Lass mich raten. Ihr braucht 4 Stück, das war klar. Aber gleich mal reinforschen. Ihr seid nämlich ganz schön wichtig für mich. Pen-Produzent brauchen wir hier. Und ihr... Macht das hier. Dann machen wir gleich mal ein Warzenmittel. Warum eigentlich nicht? Warzenmittel können wir eigentlich hier schnell und einfach und günstig produzieren. Denn das Warzenmittel... Muss ich mal gucken. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Ich brauche eigentlich bloß 2 Reduzierer dafür. Das war natürlich super, aber den haben wir noch nicht. Heißt, wir ionisieren ein bisschen. So, Leute. Einmal importieren, dankeschön. A recent report shows that there's no correct between relative hypertension and reducing the risk of heart disease and stroke. Further studies are clearly needed, but in the meantime, doctors may be less likely to like prescription hypertension. Super, das, was ich gerade produziert habe, wird jetzt nicht mehr so oft verschrieben. Das ist scheiße. Aber na gut, können wir nichts machen. Manchmal geht's nicht. Dankeschön. So, das beste Warzenmittel auf dem Markt. Hoffentlich bringt es uns auch was. Warzriko, der Warzrige. Nur als es geklappt. Okay, die sind am Erforschen. Okay. Intrigants, wir haben so viele Leutchen hier. Die können wir auch gleich ein bisschen nach oben machen. Aber erst nachher. Jetzt warten wir noch kurz ab. Wir brauchen einen neuen Arm. Und wir nennen ihn einfach den Warzenbuster. Dankeschön. Mehr Drogen für Sand. Trokidü. Wir machen nur 15 plus damit. Das ist doof. Das ist doof. Aber dafür haben wir ein Produkt, das auf dem Markt besser ankommt, als was beim Gegner kommen könnte eventuell. Schlecht ist bei uns ein C, wirklich. Die mögen das mit B. Also ich weiß nicht, was er hier falsch macht, aber... Ich würde mal sagen, wir kommen da richtig gut gerade voran. Achso, er braucht hier noch ein bisschen. Aber hier konnte man, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Das Warzenmittel wollen wir da noch weiter verbessern. Aber zuerst mal hier. Zack, bitteschön. Und jetzt das Warzenmittel. Denn wir wollen Warzenmittel Version 2 herstellen. Wollen wir das? Female Contraption. Bringt doppelt so viel ein. Wir müssen es upgraden und nach ionisieren. Das können wir machen. Upgraden und danach ionisieren. Was kaufen wir dazu ein? Ich gehe auf dich hier kaufen wir am besten ein. Und sagen, wir müssen es zuerst upgraden. Das heißt, wir müssen es zuerst damit machen. Schauen wir doch mal. Warzenmittel. Ja, wobei, es ist doch eigentlich schon. Es muss auf... Hä? Moment. Was verkaufe ich da gerade? Da muss es nochmal ionisiert werden. Moment. Das heißt, wenn ich hier einen Ionisierer reinbaue, kriege ich was Neues raus, oder wie? Muss ich gerade selber nochmal nachgucken.
Ja, ich muss ja einfach nur weitere Initiierung. Also drei Initiierung brauche ich auf jeden Fall. Warum ich dich jetzt gekauft habe, weiß ich auch nicht. Das war ein kleiner bis großer Fehler. Ionisiere braucht das Land. Wie so kleinen Laser, ich finde das toll. So. Dann noch einmal importiere mir das Warzenmittel. Er hat gelacht, wenn wir das hier jetzt nicht rauskriegen würden, wie das Ganze hier funktioniert hier. So. Wir beschießen es mit einem Laser. Kriegen es auf 13, okay. Dann beschießen wir es nochmal mit einem Laser. Es wandelt sich in viele Konzepten. Dry Mouse. Okay, das ist natürlich weniger gut, wenn man einen trockenen Mund davon bekommt, aber da kann man jetzt auch gerade nichts dagegen machen. Ich bin ja auch kein Wunderheiter. So, Dankeschön, haben wir hier rein. Trockener Mund braucht man halt einfach, mein Gott. So, und das Ganze machen wir noch einmal. Das heißt, wir müssen noch einmal ein USC reinpacken. Ich gucke jetzt, ob ich wirklich damit hier zurechtkomme. Das wäre nämlich super. Drogenproduktion. Einmal so. Oh Gott, das haut wirklich hin. Das haut wirklich hin. Bingo. Wir haben es geschafft, eine Produktionslinie hier hinten rein zu quetschen. Oh Gott, ich bin so stolz auf mich. Eine Maschine, die wir nicht brauchen, verkaufen wir einfach wieder. Ich weiß nicht, wir bekommen zwar weniger Geld dadurch, aber egal. Hauptsache, das Ganze ist mal weg. Female Contrasepive. Ist das die Pille? Mach mal aus Warzenmittel die Pille? Prackbuster, stimmt? Oh Gott, einfach nur die Pille. Ein Klassiker. Klassiker schreibt man, glaube ich, mit CK? Nee. So schreibt man Klassiker. Es ist ein Klassiker. Einfach nur die Pille. Man bekommt aber einen trockenen Mund davon. Ah, deswegen muss man immer so viel schlucken. Wasser natürlich. Mein Gott, was ihr jetzt schon wieder denkt. Schweine. Okay, wir haben auch die Pille produziert. Geile Sachen, die man doch zu viel entdeckt. So, wir haben gerade ein bisschen was übrig. Das heißt, das können wir machen. Und dich können wir machen. Und zugleich tust du uns aber mal etwas Neues erforschen. Du hast nämlich genug gemacht. Und der Autogeber braucht immer noch Zeit. Oh Gott, okay. Aber das Gute ist, wir können zumindest mal so weit vorauskaufen, dass wir sagen, okay, das werden wir dafür auf jeden Fall brauchen. Dass wir nämlich unser Objekt hier auf jeden Fall schaffen. Und was wir brauchen ist Autokäfer und wir brauchen den hier. Das heißt, unser Asset müssen wir reinpumpen. Schauen wir mal an. Es ist die Frage, wie machen wir das am klügsten? Machen wir das auch noch? So viel habe ich gerade gar nicht. Oh, okay, da muss ich kurz warten. Dann warte ich lieber, bis wir was kaufen. Okay, wir produzieren aber gerade ziemlich viel. Ist das gegen Nasenproblem-Minator? Oh, ich find's herrlich. Der Warzenbastel ist gerade eigentlich zu teuer für das, was er ist. Aber na gut, zumindest machen wir ein bisschen Gewinn damit. Wir haben noch unsere anderen Sachen. Aber er hat nur drei Produkte, also auf dem Anfänger-Level ist es gar nicht mal so hart, möchte ich doch behaupten, aber ich gehe mit euch davon ein, nachher wird es so schlimm werden, dass ich dermaßen rumsauen werde. Könntest du eigentlich Farben noch einbeziehen? Aha, dass wir Bereiche markieren können, aber oh Mann, was ist, wenn ich jetzt... Das kostet aber Geld. Okay, dann lassen wir es mal lieber. Zu Pillen oder zu Creme verarbeiten. Aha. Heißt, wir müssen nicht nur wir können nicht nur auf Drogen gehen, sondern können auch auf irgendwelche Cremes gehen. Das ist im Gegensatz wieder gut zu wissen.
Jetzt gucken wir mal erstmal. Ich bräuchte Acid Reflux brauche ich. Das heißt, ich muss hier hingehen. Das heißt, Acid Reflux, du bist es. Ich importiere dich. So. Narrow Pupils. Das ist natürlich weniger gut. Was brauchen wir denn? Es muss 16 bis 18 sein und danach muss ich es steigern mit dem Evaporate. Das heißt, einmal ionisieren und einmal nach oben bringen. Okay. Soll doch machbar sein. Ionisiere. So. Aber bitte ionisieren. Kaufen wir das Zeug einfach ein, das passt schon. Wie sehen wir das sonst? Jupp. Bis auf 17, bis 18 und jetzt müssen wir sich eins nach oben bringen. Schau mal. Vielleicht bringt es ja auch, dass wir dich gleich um 10 nach oben bekommen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber wir werden mal schauen. Dankeschön. Nee, ist so gut, dass wir nach unten gehen. Upgrade mit Autocleaver. Okay, jetzt bräuchte ich die wieder. Und der Autocleaver war ja, um es nach unten zu reduzieren, oder? Etwa nicht? Konzentrationshalbierung. Oh ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Und wie wir den brauchen? Stellen wir nochmal hinein. Man kann nie genug Leute haben, die einem was erforschen. Ganz besonders, wenn sonst keiner zu Hause ist. Ja, die wird jetzt mal kurz stillgelegt, solange denn... Wir sind auf 18 und es würde auf 9 zurückfallen. Könntest du auf 17 machen, dann wird es wahrscheinlich aufgerundet. Nein, komm, wir halbieren das Ganze ja. Beziehungsweise auf 8 muss es sein. Hey, wir müssen es wirklich noch einmal nach unten bekommen. Noch ein einziges Mal. Mit dem Evaporator. Dankeschön. Einmal hier rüber. Und was haben wir hier? Der Sneeze-Snoozer. Der Sneeze-Snoozer. Hallöchen. Was haben wir denn da jetzt erfunden? Antihistamine? Ach, das ist wirklich gegen Nasenzeugsel. Okay, was haben wir denn? Antihistamine verkaufen wir schon die ganze Zeit auf dem Markt. Und zwar bei dem wunderschönen 66. Machen wir hier Gewinn. Also, ich würde mal sagen, zu spät, Barclay. Viel zu spät. Der Markt ist bereits von uns mehr als gesättigt. Achso, warte mal, nee, ich brauche nicht dich, ich brauche nicht dich, ich brauche nicht dich. Schwachsinn, ich muss hier nach unten bekommen. Das heißt, ich brauche eigentlich... ich habe keinen mehr rumstehen. Ich brauche einen Dissolver. Einen Dissolver brauche ich. Ah, so, pressing a large population executive. Aha! Okay. Heißt, wir brauchen mehr Mittel gegen Erektionsfehler. Alevis Action Dysfunction. Da macht man das Geld. Man merkt, mit sowas macht man Geld. Sex Cells. Auch hier. Aber zuerst mal müssen wir uns was anderes können. Autoclaver Research erfunden. Bekommen. Lieben Dank. Genau, das ich gebraucht habe. Du musst noch ein bisschen downgraden. Herrlich. Okay. Das heißt, wir haben es nach unten gebracht. Und jetzt können wir unsere neue Technologie verwenden. Autocleaver, um das Ganze zu halbieren. Yippie. Das heißt, wir gehen von hier nach dort rein. Und wir das Ganze hier schockgefroren. Um unser neues Milch hinzubekommen. Rein geht's. Oh Gott, und wir müssen es eins nach oben wieder machen. Eins herum, beziehungsweise können wir das hier hinstellen. Und eine Zeiteinheit von 2 heißt, wir produzieren relativ langsam. Was aber auch heißt, jetzt muss ich überlegen, wie ich das hier hinbaue. Ich werde es schaffen, ich habe es bisher auch geschafft. Warum sollte ich es jetzt nicht schaffen? So. So, gucken wir doch mal. Hier und so rüber.
Das heißt, es wird sich jetzt immer aufteilen, hoffentlich. Na, jetzt gucken mal. Einmal nach unten geleitet. Das Ding ist voll, also wirst du nach oben geleitet. Dankeschön. Und jetzt müssen wir beide noch nach oben bekommen, um 1. Nicht sogar um 2. Nee, 1 reicht, 1 reicht. Einmal Reparis hier hingebaut. Einmal die hier gebaut. Verbunden, verbunden. Und beides läuft auf dieselbe Schiene hinaus. Jetzt, jetzt, haha. Ich würde mal behaupten, damit haben wir soeben unseren Deal fertig gemacht. Hierüber, Filmproduzent, verkauft. Wir sind safe. Aber sowas von. Wir haben soeben ein neues Medikament auf den Markt gebracht. Ein Allrounder. In Bezug. Hallöchen. Das heißt rein. Das geht hier rein. Das geht hier rein. Das geht hier rein. Und so ein Heavy Gastro Sepper. Nein, 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 nein. Wir machen ihn den. Gourmet. Einfach der Gourmet-Freund. Jetzt kann man wieder alles essen, was einem beliebt. Das hat doch was für sich. Und wir bekommen ordentlich Kohle dafür. Haha!